Cyberpunk 2077 war wohl für viele das Highlight auf der diesjährigen E3 und viele fragen sich jetzt, wann kommt das Ding denn jetzt? Gestern habe ich einen Artikel über Cyberpunk gelesen, in dem der Autor Mike Pondsmith meinte, dass wir wohl noch mehrere Jahre auf einen Release warten müssen. Auch CD Projekt Red gab zu, dass die gezeigten Szenen aus einer Pre-Alpha stammten und extra für die E3 aufpoliert wurden. An und für sich ist dies ja nichts Verwerfliches. Die Frage, die ich mir halt stelle, war es zu früh? Hat man hier eventuell einen Hype generiert, der bis zum tatsächlichen Release wieder abgeflacht ist? Versteht mich nicht falsch, ich finde es gut, dass CD Projekt Red sich Zeit lässt und hier nicht vorschnell das Spiel released. Heutzutage kommt sowieso viel zu viel Datenmüll auf den Markt und einige Spiele hätten locker noch einige Zeit gebraucht. Aber überlegen wir einfach mal, mehrere Jahre ist ein dehnbarer Begriff, der für mich mindestens 2 Jahre bedeutet. Wobei das wohl schon sportlich geschätzt ist. Gehen wir also mal von einem Release von Ende 2020 oder Frühjahr 2021 aus. Hätte es dann nicht gereicht, auf der E3 im nächsten Jahr was zu zeigen? War es vielleicht etwas mehr ausgereift ist? Klar, man hätte sich wahrscheinlich etwas Ärger und Frust eingefangen, aber dieser vergeht. Ebenso vergeht aber auch ein Hype und die Gefahr sehe ich nun bei Cyberpunk 2077. Die Spielebranche ist eine derartig schnelllebige Branche, in der Hypes kommen und gehen wie Freier in einem, naja, ihr wisst, was ich meine. Cyberpunk wird ein geiles Spiel werden, da bin ich mir sicher, aber ich fand den Zeitpunkt einfach nicht gut gewählt. Deshalb nur meine Frage an euch, war es zu früh? Hätte man da noch ein Jahr warten sollen? Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare rein, würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr darüber denkt. Ich verlinke euch den Artikel natürlich unten in der Videobeschreibung und freue mich über Kommentare und Diskussion darüber, ob man da vielleicht erst 2019 was zeigen hätte sollen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Video.